Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge hier in Minecraft. Wir wollen jetzt schon anfangen vorzubereiten für Silvester. Das heißt, wir bauen uns einen Feuerwerksladen. Ja, ein bisschen Feuerwerk kommt in die Stadt. Und ihr seht ganz gut, das ist ja an sich so ein Reihenhaus und ist ja auch gedacht, dass wir hier Haus an Haus bauen. Und ich will jetzt endlich mir auch mal so eine Ecke bauen, wo ich mir einfach so eine schöne Hausreihe mache. Jetzt bin ich aber noch am Überlegen, ob ich mir jetzt hier so eine Einkaufsmeile mache. Das heißt, hier mache ich mir noch einen schönen Weg einfach mal hin. Oder ob ich eine Straße ziehe. Aber ich denke mal, hier kommt eine schöne Einkaufsmeile hin. Es gibt ja genug Läden in Minecraft, die man eigentlich gebrauchen kann. Und weil Silvester vor der Tür steht, geht's erstmal los mit einem Feuerwerksladen. Für den Start heute holen wir uns einfach mal ein bisschen blaue Keramik raus, denn hellblaue Keramik, glatter Sandstein, steinzige Stufen und den Block. Also ich empfehle einfach mal die Stufen, wir können den auch zum Block einfach mal machen. Dann holen wir uns davon noch die Treppen raus, dann ein bisschen grauer Beton, steinzige Mauern und ein paar schwarze Treppen und am besten davon auch nochmal den Block. Dann fangen wir erstmal mit dem Grundriss an von unserem Feuerwerksladen. Da nehmen wir erstmal die blaue Keramik und ziehen uns eine Reihe von 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke erstmal hin. Lassen uns ein frei für die Vordertür, setzen uns zwei Blöcke hin, zwei freilassen für unseren Treppenaufgang und wieder einen weiteren Block hin. Sobald wir das haben, gehen wir jetzt einmal nach hinten weg. Da zähle ich jetzt den einmal mit. Und zwar zur Seite zählen wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, 11 Blöcke an sich nach hinten. Dann gehen wir zur Seite weg. Ein Block hin, ein freilassen für die Hintertür und dann können wir hier das einmal so langziehen, bis wir hier vorne perfekt aufeinandertreffen und ziehen die Seite natürlich auch noch zu. Ja, dann würde ich sagen, machen wir noch eine kleine Trennwand zum Treppenaufgang und zum Laden später. Da setzen wir einfach hier hinter unseren Zweier noch 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke hin, sodass wir hier 6 Blöcke haben. Nun nehmen wir jetzt einmal unsere hellblaue Keramik und können jetzt hier komplett einmal drauf zweimal hellblaue Keramik uns setzen. Sobald wir das haben, nehmen wir jetzt unseren glatten Sandstein und ziehen den jetzt einmal komplett überall einmal rauf. Nun haben wir so das kleine Spiel immer zwischen hellblauer Keramik und Sandstein, den wir jetzt immer ein bisschen im Wechsel machen. Jetzt geht es wieder weiter mit der blauen Keramik. Jetzt setzen wir hier drauf drei weitere Schichten. Aber wir wollen das nicht komplett hier überall machen. Ich setze jetzt erstmal die erste Schicht mal rauf, denn wir wollen auf der Rückseite, würde ich sagen, hinten einfach mal zwei Blöcke freilassen. So, danach können wir hier den Rest auf drei insgesamt hier einmal hochziehen. Ich ziehe uns das hier einmal so ein bisschen vor, dass ihr das am besten gleich mal seht. So am besten, so meine ich das einfach, dass wir hinten einfach zwei Blöcke Platz haben. Denn hier wollen wir ja auch noch ein Dach bauen. Jetzt habe ich nicht die passenden Blöcke dafür, aber an sich wollen wir jetzt hier uns so ein kleines schräges Dach machen. Ich habe mir mal kurz noch schnell davon die Stufen einmal rausgezogen, denn hier ist wirklich ein ganz easyes Dach, was wir uns hier einfach mal an den Seiten einfach so platzieren mit Blöcken und Stufen. Am besten kann man auch einfach nur Stufen nehmen, wenn man möchte. Und dass wir uns das hier einfach so zur Seite einmal ziehen. Jetzt weiß ich aber nicht ganz genau, ob ich euch jetzt sagen soll, lasst es überstehen oder nicht. Das kommt ja darauf an, wo ihr euch das platziert, weil es ja, sag ich mal, so ein Reihenhaus ist. Ne? Theoretisch kannst du ja einfach daran dann das nächste Gebäude anschließen. Ne? Also da muss man mal gucken, ob man, sag ich mal, das so überstehen lässt, das Dach oder nicht. Naja, das hängt von euch ab, wie ihr euch das natürlich platziert. Na gut, so, dann wollen wir mal weitermachen. Also wir nehmen jetzt wieder unseren Sandstein, nachdem wir hier drei Schichten haben, und können den hier wieder einmal komplett drauf platzieren. Dann geht es wieder weiter mit unserer Keramik und setzen jetzt hier drauf auch wieder drei weitere Reihen von unseren hellblauen Keramik. Nach den drei Reihen nehmen wir wieder unseren Sandstein und setzen den wieder einmal rauf. Weiter geht es aber erstmal wieder nicht mit unserer blauen Keramik, sondern wir nehmen jetzt einfach mal Stufen oder Blöcke, wie man es halt sehen kann. Ich mache das jetzt hier einfach mal mit meinen Stufen mal geschwind. Und zwar platzieren wir jetzt an den Seiten davon halt solche Blöcke und auf der Vorder- und Rückseite setzen wir einfach umgedrehte Treppen davon. Wenn wir das denn erstmal soweit haben, geht es wieder weiter mit der Keramik und setzen darauf wieder zwei weitere Reihen. Bei der letzten Reihe jetzt hier von unserer Keramik braucht ihr jetzt nicht diese mittlere Strebe mit hochziehen. Die lasst ihr jetzt einfach so frei. Sagen wir, die Sandsteinschicht ist hier die letzte Blockschicht. Nun wollen wir natürlich auch noch hier oben drauf uns das Dach einmal setzen. Wir nehmen jetzt erstmal unsere schwarzen Treppen. Und zwar platziere ich mir auf der Vorderseite nur eine Treppenreihe und auf der Rückseite mache ich mir zwei Treppenreihen. Hier würde ich euch jetzt empfehlen, das Dach nicht überstehen zu lassen, weil es jetzt wirklich, sag ich mal, so ein Reihenhaus ist. Ne, dann machen wir einfach glatt hier einfach mal die Seiten. Und ich habe ja gesagt, auf der Rückseite zwei Treppenreihen. Das heißt hier, zack, Rückseite, nochmal eine zweite Treppenreihe auf. Auf der Vorderseite machen wir das nicht, denn hier setzen wir einfach nur eine Blockreihe hin. Und die Seiten ziehen wir dann hier einfach mal zu. So, und hinten dran würde ich jetzt mal sagen, an der Treppenreihe, weil die ja doch so ein bisschen dünn ist, verstärken wir das hier nochmal mit einer weiteren Blockreihe. Da können wir eigentlich das Dach auch hier oben noch ein bisschen bearbeiten, damit schon mal ein paar Sachen gleich wegfallen. Und zwar unsere steinzige Treppen. Wir lassen jetzt immer, sag ich mal, zwei Treppen Platz. Schlagen mal eine weg. So, zwei freilassen, eine weg. Wunderbar.
setzen da jetzt mal unsere steinzige Treppen hin und jetzt platzieren wir darauf nochmal ein paar Stufen, denn hier runter wollen wir uns auch natürlich nochmal Fenster bauen. Aber wir können es auch gleich hier mal freihauen, dann haben wir schon mal. Und jetzt seht ihr auch, warum wir hier eine Blockreihe nehmen und keine Treppen, weil Stufen würden sich einfach zu doll mit einer Treppe verbinden. Beim Block hebt das doch ein bisschen noch hervor. Aber zu den Fenstern kommen wir noch nicht, aber es ist schon mal schön, dass wir hier was frei haben. Wir wollen unten uns jetzt erstmal noch hier mit diesen, ja, würde ich mal sagen, mit so einem kleinen Bogen noch befassen, wo wir denn zum Treppenaufgang kommen. Wir nehmen mal unseren grauen Beton, platzieren den mal unten, lassen dann drei Blöcke darüber Platz und setzen den nochmal dahin. Die können wir jetzt miteinander mal verbinden, hier einfach mal mit unseren Mauern. Und schräg davon setzen wir auch nochmal zwei Mauern hin. Jetzt kommen wir mal zu unseren Treppen. Die können wir jetzt hier einmal darunter so umgedreht platzieren und schlagen dann hier mal einfach mal unsere, ja, Wand ein bisschen mal ein, so dass es hier unter frei ist. Hier an den Seiten können wir dann auch nochmal zwei Treppen hier einfach mal zu unseren Mauern setzen und obendrauf setzen wir einfach nochmal ein paar Stufen und die sieht ganz gut. Die Mauer verbindet sich hier und das sieht doch gut aus. Na gut, wollen wir mal weitermachen mit neuen Blöcken und zwar wollen wir uns mal die schwarzen Eichenholztreppen raus. Ihr könnt auch gerne jede andere Treppenart nehmen, die ihr wollt, denn die nehmen wir jetzt für unseren Treppenaufgang. Dann holen wir uns noch ein bisschen hellgrauen Beton raus. Einfach nur als Musterboden. Ihr könnt auch da dann wieder was anderes nehmen, aber das sage ich dir nochmal. Dann holen wir uns ein paar, was sind das hier, glatte Steinstufen raus. Für unsere Fenster empfehle ich mal einfach mal türkise Glasscheiben. Ihr könnt auch wie immer jede andere Farbe nehmen. Dann holen wir uns noch ein paar Steintreppen raus und Stufen davon. Als Tür heute empfehle ich mal die Tropenholztür. Dann holen wir uns da natürlich das passende, ja, die passende Holztreppe nochmal dazu raus. Und dann holen wir uns noch polierte Andesittreppen raus. Gut, dann wollen wir mal anfangen. Ich würde sagen, es geht erstmal los, dass wir hier unsere Treppe bauen. So, dann nehmen wir jetzt einfach mal unsere Treppen hier, ne, von unserem Eichenholz und platzieren die gleich zwischen unseren grauen Beton. Danach können wir das hier einfach mal, ja, wie man es halt kennt bei Minecraft-Treppen, hier einfach mal komplett nach oben setzen. Aber da setzen wir nicht ganz und gar nach oben. Und zwar nur, ups, nur bis zur zweiten Sandstein-Blockreihe hier. Nur, dass wir darunter noch bleiben. So, dann können wir hier den Boden einmal aushören. Dann nehme ich jetzt einfach mal umgedrehte Treppen. So, zack. Ja, dass wir hier so einen schönen Boden haben. Dann nehmen wir mal unseren grauen Beton und können jetzt mal hier einfach mal von diesen Treppen hier einfach mal den restlichen Bereich hier einfach mal ausfüllen. Das ist jetzt an sich unser Musterboden für die Wohnung hier später oben. Ihr könnt auch gerne was anderes nehmen, wenn ihr möchtet. Ja, erstmal als Muster, damit wir uns einfach mal hinstellen können. Ne? Das passt dann. Und ich würde sagen, das nehmen wir auch nochmal hier oben für die letzte Decke. Ja, können wir hier ruhig einmal komplett hier das Ganze einmal ausfüllen damit. Haben wir schon mal oben auch die Decke drin. Wunderbar. Und so können wir es natürlich jetzt hier nicht innen drin lassen. Wir wollen es noch ein bisschen weiter bearbeiten. Wir haben ja Steintreppen und Stufen. Die wollen wir jetzt nehmen, um jetzt, sag ich mal, hier noch, würde ich das hier mal ein bisschen einschlagen, dass wir jetzt hier einfach mal Treppen uns hinsetzen. Setzen wir nochmal Treppen hin. Ja, dann kann man sich das hier aus, sag ich mal, innen drin so ein bisschen zumachen. Ich überlege gerade, aber ich glaube, ich mache das mal anders. Und zwar machen wir einfach, wenn wir hier reinkommen, nur eine oder zwei, einfach mal sagen wir mal zwei Treppenreihen hier mal. Und dann... Oh, ich muss mal kurz hier mit die Blöcke austauschen. Setze ich mir jetzt hier einfach eine andere verdickte Reihe einfach mal hier hinter von unserer Wand. So, dass es hier ein bisschen dicker ist. Dann kommen wir schon zu unseren Stufen. Und da würde ich sagen, setzen wir oben einfach mal hier an unseren Sandstein. Einfach mal da von hier unsere Steinstufen hin. Die können wir hier einmal bis zur anderen Seite ziehen. Und weil wir ja an sich ja auch noch Fenster uns platzieren wollen, würde ich sagen, machen wir hier auch noch ein bisschen alles dicker. Muss ich mir wieder andere Blöcke nehmen. Hier so einfach mal meinen Sandstein. Und zwar möchte ich mir auf der Vorderseite Fenster platzieren. Und die wollen wir natürlich einmal so ein bisschen reinbauen ins Haus. Und auf der anderen Seite auch nochmal. Das heißt, wir verdicken jetzt hier einfach mal die Wände. Ich kann das jetzt nicht überall gleich mal hinhauen, weil ich ja nicht genau weiß, wo die Fenster hinkommen. Das gucken wir von draußen am besten. Ich setze jetzt einfach meinen Sandstein hier einmal oben und unten hin. Dann haben wir hier so eine Dreierfläche und da schlagen wir dann später die Fenster rein. Gut, die gut, die gut. Zur Tür hier oben kommen wir auch noch später. Dann sind wir erstmal hier oben fertig. Jetzt gehen wir mal unten in den Laden rein. Ja, da können wir auch gleich mal die Tür hier reinsetzen. So, Tür einmal rein. Und daneben können wir auch gleich mal hier einmal unser Fenster eins reinsetzen. Machen wir so ein 3x2 Fenster hier mal vorne rein. So, gut, haben wir schon mal unser Ladenfenster. Jetzt gehen wir hier mal gleich rein in den Laden. Und hier würde ich mir auch gerne, sage ich mal, gleich die Decke reinziehen. Dann nehmen wir einfach unsere Steinstufen. Ihr könnt natürlich jetzt die Deckenhöhe variieren. Ne? Ihr seht, wir haben ja nach oben genug Platz. Aber ich würde einfach mal die Deckenhöhe empfehlen, so bei unserer Sandsteinreihe, dass wir die hier einfach mal hier oben einmal ansetzen. Dann haben wir insgesamt ja hier so 3,5 Blöcke, ne? Platz, das reicht eigentlich völlig aus für so eine Ladenhöhe. Aber ihr könnt es natürlich noch erweitern, wenn ihr möchtet. Ihr seht ja, wir haben darüber hier noch zwei Blöcke Platz. Kann man natürlich auch noch Deckenlampen oder sowas einbauen, ne? Also ist immer gar nicht mehr so schlecht, wenn man noch ein bisschen unter der Decke Platz hat. Gut, die Rückseite wollen wir natürlich auch mal gleich zubauen. Das heißt, hier nehmen wir mal unsere polierte Andesittreppe. Und als Tür nehmen wir einfach mal eine Eisentür, würde ich sagen. Ne? Hier soll ja nicht jeder reinkommen.
Das ist ja die Ladentür. Gucke ich gerade hier unter unseren Treppenaufgang. Da können wir das eigentlich auch noch mal ein bisschen verkleiden. Hier einfach mal mit den Steintreppen. Muss man ja nicht unbedingt hier das sehen. Und hier oben würde ich mal sagen, zack, setze ich mir einfach meine Stufen hin. Jetzt kann man natürlich hier das einfach mal so mit so einem Träger verkleiden, wenn man möchte. Ja, einfach hier so mit einem Träger, ne, dass man hier vielleicht noch so Stellraum denn hat. Ne? Hier kannst du dann, sag ich mal, deine Vorräte lagern, ne, vom Laden. Ne, das sieht der Kunde nicht, hier kannst du ja rummühlen, ne, dir alles reinstopfen. Ja, wie man sich den Laden gestalten kann, habt ihr ja schon vorne gesehen am Anfang des Videos, aber da gehen wir auch nochmal am Ende kurz rein, ne, um uns das noch ein bisschen genauer anzugucken. Aber ansonsten sind wir erstmal unten fertig und kommen jetzt dazu, unsere Fenster noch zu platzieren. So, ab der ersten Reihe hier lassen wir das einfach so, wie es ist. Hier kommt ja später unser Schildname hin. Da kann man dann einfach sagen, nehmen wir mal 4 Stufen hier, die kann ich mir schon mal so ein bisschen hier platzieren. Hier kommt ja dann später unser Schildname hin, also Shop, einfach mal gesagt. So, ab der Reihe machen wir natürlich noch ein paar Fenster hin. An der Seite lasse ich mir 2 Blöcke Platz, dann schlage ich mir mal hier die komplette Reihe weg. Oh, innen drin auch diese Wand hier mal weghauen. Dann lasse ich mir eine Blockreihe Platz, dann schlage ich mir so ein 3x3 Feld hier frei. Und einen Block Platz lassen, wieder so ein 1er und dann haben wir hier nochmal 2. So, da nehmen wir dann auch nochmal die gleichen Stufen, die wir gerade hier verwendet haben. Einmal oben wie unten hier komplett einmal platzieren. Dann machen wir hier nochmal so einen Träger rein. Ne, ob ihr den jetzt hier weiter unten ansetzt oder weiter oben, müsst ihr einfach mal gucken, was euch besser gefällt. Ne? Ich setze das jetzt einfach mal oben hin. Ich weiß gar nicht, was habe ich da gemacht. Aber da habe ich ein bisschen anders gemacht. Da habe ich nur die Seiten oben gemacht und die Mitte weiter tiefer gesetzt. Ja, das geht auch. Das kann man auch machen. So, hier weiter oben. Hier haben wir natürlich kleinere Fenster, einfach mal auf eine 2er Höhe. Da setzen wir einfach nur unten wie oben hier einfach mal unsere Stufen hin. Und natürlich bleibt dann noch die Rückseite. Hier wollen wir auch nochmal 2 Fenster machen. Wenn wir sagen, hier auf der Seite lassen wir mal 2 Blöcke Platz, dann schlage ich mir jetzt hier ein Fenster mal weg. Und auf der anderen Seite lasse ich mir 2 Blöcke Platz und schlage mir hier so ein 2x3 Fenster weg. Ja, das kann man ruhig machen. So, dann einfach wieder hier die Stufen hin. Und hier würde ich dann auch nochmal die Stufen machen. Jetzt müssen wir natürlich darauf achten, die haben wir da vorne hier das einmal gemacht. Mache ich auch hier. Hier, ja, Geschmackssache, jetzt haben wir so ein 2er-Fenster, kannst du oben ansetzen oder halt weiter tiefer die Strebe, na, wie du möchtest. Ich setze mal oben einfach mal an. So, ja, dann wollen wir natürlich einmal reingehen und die Fenster hier natürlich auch fertig machen. Dann nehmen wir jetzt einfach mal unsere Glasscheiben. Ich finde das ganz schick, mal mit Glasscheiben wieder zu bauen, die Fenster, besonders innen drin. Sieht das ganz schick aus, finde ich, dass die Fenster draußen so schick verkleidet sind und innen drin haben wir trotzdem diese Glasscheiben. Ja, so kann man schon sehen lassen. Gut, jetzt wollen wir das hier oben auch nochmal ein bisschen besser machen. Das heißt, ich verkleide mir das hier nochmal. Oh, eine Tür setzen wir natürlich auch noch rein. Nehmen wir einfach mal eine schwarze Eichenholztür. Also Boden müssen wir natürlich auch nochmal austauschen. Ich passe mir das mal nochmal an, hier mit der Treppe und die Tür einmal hin. Super. Ja, hier oben im Apartment kann man sich natürlich auch nochmal das ein bisschen machen. Jetzt sehe ich gerade, hier fehlt ja noch was. Nur hier ein Blöcke wechseln. Zwei, hier müssen wir natürlich oben auch nochmal die Fenster ein bisschen schick machen. Müssen wir natürlich auch nochmal mit Glasscheiben uns hier einmal reinsetzen. Oh, das heißt, hier machen wir es auch wieder ein bisschen dicker. Rahmen natürlich noch hin. Kann man natürlich überlegen, ob man jetzt, sag ich mal, das jetzt hier so lässt. Oder ob ihr denn auch jetzt sagt, okay, ich habe jetzt auf der anderen Seite das ein bisschen dicker gebaut. Mache ich das auf der anderen Seite auch, damit das einfach mal synchron ist. Oder ihr nutzt den Platz. Ne? Da müsst ihr mal gucken, wie ihr das machen wollt. Oder ihr setzt euch da auch Fenster hin. Naja, müsst ihr mal schauen, wie ihr macht. Aber ich verkleide mir das einfach mal komplett. So, auf der Rückseite habe ich jetzt keine Fenster hin, ne? Damit das hier einfach mal schön glatt ist. Na, ansonsten könntet ihr auch theoretisch diesen Platz hier nutzen zum Schrank verbauen oder pipapo. Ne? Ihr habt ja hier noch ein bisschen Stauraum. So, eine Decke müssen wir hier nicht reinziehen. Die ist ja schon ganz oben gegeben. Das ist ja, sag ich mal, hier unten könnt ihr euch hier ein bisschen was platzieren. Und hier oben könnt ihr dann so Schlafzimmerbereich oder sowas machen. Naja, das sehen wir ja sowieso noch. Na gut, jetzt kommen wir nochmal ein bisschen zur Dekoarbeit. Und zwar wollen wir oben das Dach noch ein bisschen besser machen. Wir nehmen jetzt einfach mal nochmal ein paar wie heißen die Dinger hier? Politisch Schwarzstein Ziegelmauern. Huiuiui, langer Name. Setzen wir einfach mal die Mauern hier hin und dazwischen dann einfach mal ein paar Eisengitter. Dass hier so ein bisschen so fassierte ist. Ne? Das sieht ein bisschen schick aus. Und dann machen wir auch noch ein paar Lüftungsanlagen einfach mal auf unseren Laden. Nehmen wir einfach hier unsere Nigritblöcke. Einfach hier oben so drauf ein bisschen verteilen. Ja, stellen wir hier einfach ein paar Lüftungsanlagen oder sowas da. Nur so ein bisschen Deko. Das schadet ja nicht. Oh, ein paar Eisenbeitungen auch noch drauf. Schick. Ich würde sagen, hier oben drauf setzen wir auch nochmal eine Stufenreihe. Nehmen wir auch wieder hier einfach unsere glatten glatte Steinstufen. So, einfach oben lang. Fertig. Zu guter Letzt wollen wir natürlich noch einmal diese Rakete einmal ranbasteln. Da nehmen wir jetzt einmal ein bisschen weißen Beton und roten Beton für die Rakete. Fange ich einfach mal hier seitlich an. Setzen wir hier so einen Winkel drauf und dann lassen wir die Rakete natürlich so ineinander laufen. Einfach hier Winkel mit Winkel. Ich würde sagen, da machen wir einfach hier nur
dass wir zweimal einen roten Winkel drin haben, ne, und dreimal einen weißen. Dann nehmen wir einfach mal unseren roten Beton wieder und dann setzen wir uns hier drauf. Einfach mal unsere Rakete so ein bisschen. Ich würde mal sagen, hier schlagen wir auch ein bisschen was vom Dach weg. Oh, dann haben wir hier unsere Rakete. Jetzt kommt es drauf an, wie du die Seite machst. Da bin ich mir selber noch ein bisschen unentschlossen, wie ich dann das nächste Gebäude ransetze. Ich glaube, wenn man, sag ich mal, an sich jetzt das nächste Gebäude macht, dann braucht man jetzt gar nicht das hier weiter verkleiden, wenn man, sag ich mal, gleich hier zack das nächste ransetzt. Aber wenn man es doch macht, na, dann würde ich es einfach sagen, lassen wir das hier wieder so ein bisschen weiterlaufen, oh, bis wir hier oben einmal ankommen. Und dann können wir auch hier an der Seite ein bisschen überstehen lassen. So, zack, dass wir hier, sag ich mal, so ein bisschen die Spitze kriegen von der Rakete, ne? Müssen wir mal gucken, wie er das macht. Da weiß ich selber noch nicht, ob ich die dann wieder ein bisschen wegschneide, die Rakete, ne? Wenn ich das nächste Gebäude ransetze oder ob man das Gebäude ein bisschen weiter hinten ransetzt. Naja, muss ich mal schauen. Ja, aber ansonsten machen wir unten noch eine kleine Zündspur, die dann hier jetzt so ein bisschen lang geht. So, Zündspur hin. Und dann können wir natürlich auch noch hier gleich einmal darunter, wenn wir das mit austauschen, welche Farbe ihr natürlich jetzt nimmt, hier um jetzt hier, sag ich mal, euren Shop reinzuschreiben. Ist euch überlassen. Aber ich finde ganz schick, wenn man ja das einfach mal mit blauer Schrift macht, auf weißem Hintergrund. Aber ihr könnt das natürlich auch ändern, die Farbe, ne, wie ihr halt möchtet. Und wenn du jetzt nicht weißt, wie man Buchstaben auf Banasi craftet, verlinke ich dir wie mein Video, ist oben in der Ecke zum Anklicken. Da kannst du dir nochmal das ganze Alphabet angucken, ganz in Ruhe, ne, damit du halt weißt, wie man Buchstaben auf Banners craftet. So, dann sind wir eigentlich fertig mit unserem Laden. Jetzt wollen wir den uns natürlich nochmal angucken. Und zwar hier drüben. Hier steht er ja schon mal schickele. Erstmal kommen wir nochmal zu draußen so ein bisschen. Ich habe hier vorne nochmal hier so ein paar Steinplatten mir einfach gemacht vom Laden, dass es hier noch ein bisschen hervorgehoben wird. Die Farbvariation kann ja jeder für sich entscheiden. Und jetzt ist natürlich so die Sache, wenn du, sag ich mal, dir so ein Reihenhausgebäude jetzt an der Straßenecke baust und ja, sag ich mal, die Seite ja gar nicht geplant ist für Fenster oder so, was kann man denn da machen? So komplett glatt lassen wäre ja doof. Und weil es ja so ein Raketenladen ist, habe ich mir einfach gedacht, machen wir eine Rakete ran, die gerade vielleicht abgeschossen wird und wir oben explodieren oder so. Naja, so ein bisschen als Deko, ne? Das kann man ruhig machen. Oder vielleicht auch so eine Regenrinne oder ein Regenrohr, was hier, sag ich mal, runtergeht. Und dann kann man auch immer noch ein bisschen mit blauem Glas hier immer noch ein bisschen Wasser darstellen, finde ich. Das finde ich auch mal ganz nett. So, Rückseite, dann sind natürlich noch ein paar Mülltonnen. Und natürlich auch hier, zack, den Laden noch hinten mit so einem Schlüssel oder so einem Knopf versehen, ne, dass man auch natürlich reinkommt. Na gut, dann wollen wir mal reingehen und ein bisschen Feuerwerk kaufen. Der Laden gehört hier den lieben Kai. Hallo Kai, wir wollen mal uns ein bisschen umsehen. Einfach mal so ein bisschen alles reingemacht in Minecraft, was man, sag ich mal, nehmen könnte zu Silvester zum Schießen, ne. Wir haben Raketen, natürlich ein bisschen Pulver, um unsere Raketen zu mixen. Natürlich Zündsachen wie ein Hebel zum Beispiel. Natürlich auch hier ein bisschen Schnur, Redstone, ne. Muss ganz sein, TNT, ne, wäre es ein bisschen lauter mag, dann im TNT. Hier ein paar Batterien zum Abschießen. Ich habe mir auch gedacht, hier im Laden, einfach mal mit so einem Spender, kann man auch sein Feuerwerk testen, wenn man sich hier ein bisschen was, ja, gebastelt hat. Das ist mal jetzt kurz abschießt und sieht, welche Farbe das hat, ne? Hier hat es einfach mal keinen Effekt. Na, einfach mal so, zack, zum Ausprobieren. Ansonsten, hier ist natürlich die Kasse bei Kai und hinter Kai haben wir hier unter den Treppen, ja, sehen wir, hatte hier auch hier wieder eine ganz andere Idee, wie ich mir das hier unter den Treppen gemacht habe. Sieht auch ganz nett aus. Ne, kann man ja machen, wie man möchte. Kann man hier auch noch ein bisschen Stauraum sich natürlich machen. Tja, dann stellst du die Regale hin, vielleicht noch ein paar Schaufensterpuppen, wie man das so kennt, die auch hier wieder mit Raketen einfach mal in der Hand ein bisschen posieren. Und dann sind wir eigentlich hier mit dem Laden auch schon fertig. Ne, ihr seht, das kriegt man ganz einfach hin, hier so ein paar Regale hin. Überall so ein bisschen Deko hin, ne, dass es richtig zugestellt ist, dass es hier richtig so aussieht, auch Baustellen und so kann man ja auch nehmen. Sieht ja auch aus wie so ein paar Batterien oder so, die man abschießen kann zum Silvester. Und dann hat man den Laden auch schon super vorbereitet für Silvester, dann können die Leute kommen und endlich sich ihr Feuerwerk kaufen bei uns. Habe ich jetzt schon fast vergessen, euch noch zu zeigen, wie es überhaupt oben drin aussieht. Da wollen wir natürlich auch noch mal kurz reingucken. Also oben hat man natürlich noch den Wohnbereich vom Ladenbesitzer. Hier kann man natürlich jetzt einmal so Küche und Wohnzimmer so ein 1 einfach hier unten einfach mal basteln. Und wir haben die Möglichkeit, oben uns, dann sag ich mal hier, auch noch ein schönes Schlafzimmer uns einfach mal hinzuplatzieren. Da habe ich das einfach hier noch ein bisschen erweitert mit ein paar Stufen und habe mir dann hier natürlich oben drauf ein bisschen Teppich verteilt, Bettchen hin. Ne? Statt einen Kleiderschrank habe ich mal in Minecraft einfach mal, ja, wie man es kennt, eine Truhe einfach mal genommen und dann ein bisschen Deko und dann ist das hier eigentlich auch schon alles eingerichtet. Oh, und kann man sich auch noch hier ein bisschen gemütlich machen. Aber ansonsten finde ich das ganz nett. Ich werde mir auch gleich die Taschen vollstopfen mit ein paar Feuerwerksraketen. Aber ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen. Wünsche dir viel Spaß beim Nachbauen. Und dann hören wir oder sehen uns zur nächsten Folge wieder. Also haust rein und tschüss.